und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Nach langer Zeit, again. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht, weil ich zwei Folgen hintereinander hochlade, lol. Ja, ich spiele es endlich weiter, weil wir sind schon weit gekommen. Ich glaube, wir sind Richtung Endgame, hoffe ich at least. Und ich habe Bock weiter zu spielen. Und es läuft jetzt auch deutlich smoother, trotz guter Einstellungen. Klar, ist Mittel, aber das reicht mir. Okay. Und ja, wir sind in den verbotenen Landen. Meine ich, ein Boss besiegt. Großer Aufzug von Rold liegt uns gegenüber. Someone died. Ist das eine Grace? Da ist eine Grace. Haha. 67.000 Runen. Ja, es könnte sein, dass wir den Boss besiegt haben. Verlorene Gnade entdeckt. Es ist viel zu lange her. Ich weiß nicht, ob wir 75 stehen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den haben. Beziehungsweise die Möglichkeit, den Fahrstuhl zu verwenden. Ja, das wird schon alles erstmal passen, wie ich es habe. Oh, hallo! Fingerleserin again. You, please. I can read them. Your fingers. Please, your fingers. Hände zeigen. Ahead lies the land of the giant's flame. And the way forth is forbidden. Hear me. The burning of the Erd tree is the first cardinal sin. Doing so will unbind destined death and slay the world itself. Who would dare put you up to such a task? Most certainly not the fingers. Du hast recht, es war Melania ist der Boss. Melina? Nein. Melina. Ich glaube ja, Melina. Ja, ich bin noch voll drin. Es wirkt nicht so, als ob ich hier hochgelassen werde. Ja, scheiße. Ja, scheiße, scheiße, scheiße. Und vor allem ist die Karte, die ich ja kriege, tatsächlich erst dahinter. Und da oben ist Juno Huslow, den ich umbringen müsste für Haus Vulkan. Es ist viel zu lange her, liebe Leute. Ich versuche mich nach und nach zurechtzufinden. Ich hoffe, es wird nicht allzu ätzend sein für euch. Aber ja, wir haben, soweit ich weiß, anscheinend offensichtlich nicht die Möglichkeit, diesen Fahrstuhl zu verwenden. Oh. Heranwachsender Schmetterling. Aber ich meine doch, ich habe auf jeden Fall eine der Hälften. Decktes habe ich. Hier. Für seine Dede. Medaille. Warte, was? Ja, doch. Ich müsste den doch verwenden können. Ich habe offensichtlich das, was ich benötige. Ich laufe mal hier so durch. Ach. Es tut mir wahrlich leid. Ich bin ein Idiot. Offensichtlich.
schön. Ja, jetzt lasse ich mich schon an, keine Sorge. Wir sind im Himmel. Offensichtlich. Müsste... Oh mein Gott. Und jetzt sterben. Das sieht ja sick aus. Ach, und dann noch der Mond. Ach, wie schön. Konnte ich was einsammeln? Raureif-Rover. Alright. Es ist ein neues Item offensichtlich, deshalb... Warte mal, nee. Da. Eine bärenähnliche Frucht, angeblich die Urform der Rover, findet man im eisigen Hochland. Diese robuste Variante schlägt sogar mit vollständig gefrorenen Zustand Wurzeln. That's magical. Ihr sind Ed. Ein wandelndes Mausoleum ist dort hinten. Was nicht wandelt. Berggipfel der Riesen. Oh je. Oh, oh, hallo. Geisterreh. Verdammt. Eine Karte. Karte der Berggipfel des... What? Ich hab Heilung bekommen? Eine interessante Zeichnung. Okay. Hier oben ist etwas. Dort ist eine ganze Festung. Und da ist wieder so eine... Ein Aussichtspunkt-Plattform. So, nicht nur wegen der Tatsache, dass ich das lange nicht gespielt habe. Hier war ich auch nur einmal und das ziemlich durchgerusht, weil ich dann die Motivation auf Erkundung verloren habe. Aber jetzt habe ich sie auf jeden Fall wieder. Meine Motivation zu streamen kam wieder tatsächlich durch Twitch Clips Germany. Auf Hallöchen, dich kenne ich doch noch. Jura? Julia? Finally, we meet the Tarnished, the would-be Lord. Oh my. Why the long face? I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well, that is most unfortunate. For he is dead. As for his flesh, he gave it to me. Shabriri, I hope you can make your peace with that. Ich würde sehr gerne dein Gesicht sehen, Shabriri. Es gab doch Shabriri Trauben oder so, die wir der Blinden gegeben haben. You were about to sacrifice something precious, the life of a fair maiden, that you would toss into the fiery forge, only so that you may be lord. What a horrible thing to ponder. Your ascendancy requires her sacrifice. Whether she wishes it or not, but how would the Lord crown so be looked upon? Chosen tarnished and would-be Lord, dare to tread the path of true rigor, spare the poor girl, and singe your own flesh in her stead. If you are prepared to show resolve, and attain lordship through righteous hardship, then heed the words of I, Shabriri. Chosen tarnished and would-be lord, descend into the depths far below the Erdtree capital. Seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. If you inherit the flame of frenzy, your flesh will serve as kindling. And the girl can be spared, setting you on the righteous path of lordship, the path of the Lord of Chaos. Burn the Erdtree to the ground and incinerate all
that divides and distinguishes. Ah, may chaos take the world. May chaos take the world. Oh, what am? Chosen time. Descend into the Sigordius with the three. Ich glaube, von den drei Fingern haben wir auch schon gehört. Und der Frenzing Flame auch. Oh, mit Melina. Melina. Ich habe eine Katze. Sie ist gerade so nicht im Bild, aber da ist er schon. Oh, Haare ins Auge bekommen. Melina, was hast du mir zu sagen? There is something I'd like to say. My purpose was given to me by my mother, but now I act of my own volition. I have set my heart upon the world that I would have, regardless of my mother's designs. I won't allow anyone to speak ill of that, not even you. Okay. Ja, es war meine Katze, die jetzt die Webcam wieder verstellt hat. Ich kenne jetzt den Übeltäter. Also, wie kannst du das Girl kennen, obwohl sie erst jetzt aufgetaucht ist für dich? Ah, das ist die Feuerblüte. Okay, er möchte, dass wir Melina verschonen. Verstehe ich. Und wie weit sind wir denn hier rasende Explosion? Das wäre doch zum Beispiel ein Zauber oder eine. Ich habe es leider schon vergessen, wie es heißt. Ruinen von Zamor. Von der Frenzing Flame vom Chaos. Ich habe keine Ahnung, welches Ende ich kriege oder wähle. So. Hier sind ein paar gestorben. Schön, 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 schön. Ja. Meine Katze ist hier. Das wird jetzt wahrscheinlich häufiger passieren, vor allem wenn ich abends streame. Ich hatte dich doch als einen Boss. Ja, du hast starken Schaden auf jeden Fall. Es ist schön, dass das die Muscle Memory einen aber nicht so ganz im Stich lässt. Gut, ne, trotzdem 100 Spielstunden in dem Spiel, deshalb wundert es doch nicht, dass ich mich doch noch an die Steuerung erinnere und jetzt nicht absolut versage. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt Life of P, wieder so easy spielen könnte. Das habe ich ja auch zum kleinen Teil gespielt. Ich hätte es tatsächlich lieber mehr gespielt. Oder plane es definitiv noch zu tun. Aber jetzt habe ich gerade so viel Lust und Spaß und Freude an Elden Ring, weshalb ich mich darauf fokussiere. Eissturm von Zamor. Ein Zauber. Und hier sind sehr viele dieser Gegner. Und da geht's runter. Wir gehen erst einmal hier runter zum Boss, maybe. Schauen. Ah, das sieht nicht nach Boss aus, sondern einfach nur nach einer Truhe. Ah, benötigtes Objekt. Klangperle des Schmiedensteinfürstrei. Heißt. Das könnte gut sein auf jeden Fall. Zauber. Ist das eine Anrufung? Nee, das kann nicht sein. Ach da, genau, vor mir. Oh Gott, ich habe Angst, dass meine Katze aus Versehen meinen PC ausmacht. Das hat sie schon häufiger getan. Eine Eiszauberei aus der Stadt Zamor. Schlagt mit eurem Stab auf den Boden, um einen eisigen Tornado zu entfesseln. Seit der Antike fordern die in eisige Stürme gehüllten Ritter von Zamor immer wieder die Feuerriesen heraus. Ja, die können einfach nicht aufhören mit ihrer dummen Scheiße.
Bei der Klangperle steht da irgendwas zufällig dazu. 5 und 6. Okay, von denen habe ich jetzt nicht gerade wenig, also. Alright. Hat mir dieser Ort noch was zu bieten? Außer Death. Ja, diese heranwachsenden Schmetterlinge sind ja seltene Sachen. Ich habe keine Lust, jetzt gegen so viele von euch zu kämpfen, weil ich glaube, der Nutzen ist doch gering. Außer Runen natürlich, aber ich glaube, da gibt es angenehmere Methoden als ihr. Okay, hier ist alles irgendwie in Geisterform. Bäume, alle Wildtiere, die ich sonst unten in Limgrave zum Beispiel zum Töten hätte, existiert hier nur als Geister. Oh, oh, hallo. Oder auch nicht. Eieiei. Gut, für einen dummen Vogel hältst du einiges aus. Ja, da ist noch ein zweiter. Und macht auch Damage. Tschüss. Ich will nicht an einem Vogel sterben. Lass mich trinken. Das war ein Drecksvogel. Was zum Teufel? Was zum Geier heißt Geier auf Englisch? Aua. Komm. Ach Gott, warum habe ich denn mein Schwert ausgerüstet? Oh Gott. Du nervst. Wenn ich jetzt mein fucking Ruhmbohnen an... Ich kämpfe nie wieder gegen diese Scheißvögel. Scheibe Fleisch, danke. Alter. Gut, ich habe mich dumm angestellt, sehr wahrscheinlich, aber... Das waren Vögel. Mehr nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon alles habe, was die Ruine hier zu bieten hat. So klar, Klangperle für 5 und 6 ist schon... Schnüke. Geräucherter, belebendes Fleisch. Ich höre dich, Skarabäus. Ich höre ihn. Hier sind Nachrichten. Hochsuchen. Ich habe schon Angst gehabt, dass da ein Vogel kommt. Komm runter, Bitch. Dunkelschmiedestein 7. Ich brauche 8 oder 9, glaube ich sogar mittlerweile, ne? Ne, 8. Okay. Also gut, mir fehlt noch ungefähr ein Drittel des Weges zum vollen Upgrade der Waffe. Also ich glaube, man kann Dunkelstein... Plus 10 finden. Ein Dungeon ist in der Richtung. Da ist ein Vogel. Nein, Vogel. Böser Vogel. Und wenn wir die ganze Zeit nur weiterhin plus 7 finden, heißt es ja, dass die plus 8 auf plus 10 Aufwertung noch echt auf sich warten lassen kann. Feuerblüte, Feuerblüte. Feuerblüte. Ganz vergessen, was er eigentlich kann. Ah, einen Augenblick mal. So kann ich nachschauen, wie viel FPS ich habe. Haha. Na, okay, 50. Ist keine volle 60. Ah, das ist okay. Obwohl meine GPU nicht mal zu 100% verbraucht wird.
verwendet wird. Unerwartet das Loch. Aha. Oh. Okay. Ah. Ah, gute Person. Schön. Dass ich hier wieder auferstehe, wenn ich sterben sollte. Das sieht mir nach einem Dungeon-Eingang aus. Ah, sie hat noch weiter gebrutzelt. Ich habe das Gefühl, dass... Ja, da ist er doch. Katakomben des Riesengipfels. Okay, Leute, ich würde sagen, das passt sich ganz gut mit für diese Folge. Das Auge der Bestie zittert. Wir wissen, was uns erwartet. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir wieder zu joinen bei dem Let's Play. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dran und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.